Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. König Artus, King Arthur, Knight's Tale von Neocore Games. Vielen Dank an der Stelle an Neocore Games. Das ist jetzt ein neues Spiel, neues Rollenspiel, rundenbasierendes Spiel mit einer sehr düsteren Stimmung. Es geht um die König Artus Sage mit Avalon, mit der Fehde zwischen Mordred und König Artus. Und mehr will ich erstmal nicht verraten. Ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Sehr schön animiert, werdet ihr gleich sehen. Sehr schöne, düstere Stimmung. Ist auch alles auf Deutsch, Englisch vertont. Wirklich wahnsinnig gute Sprachausgabe. Link dazu haue ich dann hier in die Beschreibung nochmal rein, den Steam-Link. Ist wie gesagt aus dem Early Access raus, kam jetzt letzte Woche als Vollversion raus. Und wir fangen einfach mal direkt an mit der Kampagne. Hier kann man jetzt zum Beispiel auswählen den Roguelite-Modus oder den klassischen Modus. Der Roguelite-Modus ist natürlich für hartgesottene. Man kann nicht manuell speichern. Es wird automatisch gespeichert und man kommt dann halt auch nicht mehr zurück. Ne? Man hat dann nur diesen einen Speicherstand. Jede Entscheidung, jeder Fehler, jeder Tod ist endgültig. Wenn die Helden sterben, sind sie tot und man kann sie nicht mehr wiederbeleben. Ich spiele den klassischen Modus, du kannst nach Belieben speichern und deinen Fortschritt laden. Und dann nehmen wir mal den normalen Schwierigkeitsgrad, weil ich hatte jetzt mal den Geschichtsschwierigkeitsgrad angetestet. Der ist aber wirklich sehr, sehr einfach. Ne? Lagerfeuer stellen, während Mission, Lebenspunkte, Rüstung vollständig wieder her und deine Helden überleben die Mission immer. Und bei normalen Gegnern sind mittelmäßig stark und Lagerfeuer stellen während der Mission eine große Menge Lebenspunkte und wieder Rüstung wieder her. Also nicht alles halt, ne? Wir starten mal in den normalen Modus. Ich wünsche euch viel Spaß. Genießt die Story, wirklich sehr, sehr geil gemacht. Und los geht's. Musik ist auch wirklich, wirklich sehr episch. Und ich wundere, das Spiel ist 120 GB groß. Also wirklich ein riesengroßes Spiel. Wake up, Knight. You must take up your arms again. This is all very confusing. I know. Focus. Breathe. It will all become clear soon. You were fighting in the last great battle for Britannia, when King Arthur's adversaries marched against the once and future king. You have committed dreadful acts to fulfill your destiny. Do you remember the earth trembling? Can you recall the gathering of terrible armies? You saw Camelot burning and watched the power of magic tearing apart the world at its seams. You led knights and monsters into a deadly storm of fury and blood. You destroyed the ladies of the sun and the lords of the winter. You have killed King Arthur, and with his dying breath, he struck you down. You both died, and yet you both live. You have unleashed something that cannot be stopped. The tide of madness and pain will swallow us all. I have brought you back to end this nightmare, Sir Mordred. I want you to go on a knightly quest. I want you to finish what you have begun. Kill King Arthur, or whatever he has become, after I took his dying vessel to Avalon. Ja, wir sind jetzt in Avalon.
Sir Mordred, living and breathing again. But is he truly alive? I wish I could talk to him, but I can't just yet. Serves him right anyway. Ja, die Herrin der See. I've set this dread knight on a dark path, and for now, I can only watch where it takes him. I've brought back King Arthur's nemesis, and wonder if I made the right choice. Mordred did the impossible, after all. Almost killed the king, who cannot be killed. And that's how the nightmare began. Ja, wir haben den König getötet, der eigentlich nicht zu töten ist. Ja, so sieht das Spiel jetzt aus, so steuert sich das Spiel nachher auch. Und wir gucken jetzt erstmal hier, haben wir noch eine kleine Geschichte. Dies ist die legendäre Insel Avalon, weit jenseits des Reiches Britannia, umgeben vom endlosen Meer der Anderwelt. Avalon ist die Heimat der mächtigsten Zauberin, die jemals existierte. Sie hat viele Namen, doch in Britannia verehrte man sie als Herrin vom See. Sie wurde unter den kalten Wellen geboren und stieg zur Herrscherin dieser magischen Insel auf. Sie ist die Unsterbliche, die das Schicksal sterblicher Könige und Königinnen spinnt. Diejenige, die Sprache der Seen und alten Wälder spricht. Sie beherrscht dieses Land, das einst ein Ruheort für die gefallenen Helden sein sollte. Das Spiegelbild des mächtigsten Königsreichs in der Welt der Sterblichen. Boah, mehr können wir jetzt erstmal hier am Anfang nicht machen. Hier ist jetzt nochmal... Ja, hier sind wir wahrscheinlich dann wieder auferstanden von den Toten. Ich muss mal ganz kurz nochmal... So, weiter geht's. So. Los geht's. Wait! Ha? Who the hell are you? I'm here to teach you some manners, lad. Ja, so ist jetzt auch das Kampffeld hier, ne? Also ihr habt jetzt hier zum Beispiel die Attacke, kostet 3 AP, also 3 Aktionspunkte, und wir haben jetzt hier 7 Aktionspunkte. Hier könnten wir noch Brandmarken. Dadurch wird der Gegner dann ein bisschen verwundbarer. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der normale Schwierigkeitsgrad ist, weil der einfache war wirklich sehr, sehr simpel. Wir gehen erstmal vor ihm und greifen ihn jetzt an. Ja, das, ja, jetzt dauert das auch alles schon ein bisschen länger, ne? Jetzt fällt er halt nicht sofort um. Wir heben uns jetzt hier mal den Aktionspunkt auf. Den legen wir mal zurück. Weil verteidigen und es gibt halt Wacht. Wacht gibt's noch. Kostet aber auch 3 Aktionspunkte. Jetzt haben wir einen Rüstungspunkt verloren. Wir haben 5 Rüstungspunkte. Dann haben wir hier noch die Lebenspunkte und die Lebenskraft. Ne? Und Lebenskraft, da müssen wir wirklich aufpunkten. Lebenspunkte kann man regenerieren, aber Lebenskraft ist dann schon schwieriger. Und alleine auch die Animation. Allein die Animation, mega. Who's there? I can hear you. Let me out. Jetzt sollen wir hier das Gefängnis erkunden, bevor wir weitergehen, weil es geht hier oben nämlich weiter. Ja, wir können was looten. Ein bisschen Goldstücke. Ist auf jeden Fall mal ein schönes Spiel. Abends mal, wenn man ein paar Stunden mal ein bisschen versinken will in eine geile Story, entspannt ein bisschen kämpfen will, ein bisschen taktisch. Auch sehr schöne Vertonung, wie gesagt. So, jetzt holen wir uns erstmal hier, holen wir mal aus der Zelle raus. Well, well, well. Sir Kay, King Arthur's Seneschal, in a dungeon rotting away, a hero's reward. An honest and capable man, but a bit dull, like an untended blade. Sir Mordred, ja, eigentlich. The scourge of Britannia is back. Avalon is not a place for your treacherous kind. Ja, jetzt können wir halt antworten. Wimmernd, in einem Käfig eingesperrt. Genauso habe ich euch in Erinnerung, okay? Was zur Hölle ist hier los? Beruhigt euch und redet mit mir. Na, ja, jetzt können wir halt zwei Antwortmöglichkeiten. Ich mach mal hier. Are you real or just a ghost? Tell me, Mordred. Do you remember killing me? Nein, und dennoch seid ihr hier, sprecht. Ihr seid ziemlich wütend über euren Tod, doch ihr erscheint mir sehr lebendig. Wie kommt das? Help me escape, traitor. Then we may talk.
Was ist überhaupt für ein elender Ort? I've already told you. Avalon, the island of the fallen knights. And this is Castle Camelot. Castle Camelot. Was, diese Bruchbude ist Camelot? Yes. Not the one that you remember though. Hier, ein Ritter der Tafelrunde, seid also hier hinter Gittern gelandet. Jämmerlich. Ho! Ihr habt mir Hilfe gesprochen, wenn ich euch befreie. Was ist damit? I keep my promises. I will help you, Mordred. Was denn los? The powers that rule this land decided to trust you with our fate. I don't know how to feel about that. But soon, you must make your very first decisions. Mach mal hier das noch. Some of us are still waging a war. I fought and have been betrayed. You are familiar with betrayal, aren't you? Vertrauen war schon immer eure Schwäche, Kay. And what is yours? Your bloodlust? Your savagery? Yes, I thought so. You think you're strong enough to fight the taint on this island? So, dann machen wir die Tür auf. So, jetzt ist unsere Party schon mit zwei Leuten. Also die Party wird auch nicht wesentlich größer. Also man hat später so 4 bis 5, vielleicht auch mal 6 Helden, mit denen man kämpft. Wir gucken mal, ob hier noch was in der Zelle drin ist. Das war ein Zettel, aber den können wir nicht benutzen. Hier, den können wir nicht lesen. Ja, deswegen, da muss man halt immer ein bisschen... Ja, ist halt wirklich ein Heldenspiel, ne? That's my arm over there. Ah ja. Ich sehe schon, hat er seine Rüstung an. Und ein schönes Schwert. You think a sword makes you less useless? We must get out of here. Go to the door and let me handle this. So, jetzt machen wir erstmal hier eine andere Aufstellung. Machen wir mal hier. Ist ja ein bisschen rechts von uns, aber mal gucken. Rascals! I told you that you will pay for this. What the hell is he doing out of his cell? Surprise. Oh, jetzt können wir halt direkt einen Crit machen von hinten. Weil wir jetzt nämlich hinter ihm stehen. Mal einmal direkt weggehittet. Vielleicht nochmal hier uns hinstellen, aber jetzt haben wir keine Aktionspunkte mehr. Geben uns jetzt auf. Und greifen mal frontal an. Jetzt hier zum Beispiel auch Spalten. Ja, da könnte er quasi hier die ersten 3 Felder angreifen. Und er kostet jetzt hier schon 4 Punkte, der Schlag, ne? Weil da halt ein Zweihänder halt schon mehr Kraft. That's it. I was just getting warmed up. Wir gehen mal weiter. Das sind jetzt 2 Türen. Jetzt mal die eine Tür auf. Hier hört man auch schon so ein Geräusch. Ah, da ist eine Kiste. Room for two-handed weapon. Sehr gut. Haben wir auch noch eine Tür. Hier scheint nichts drin zu sein. Scheint nichts da zu sein. This is the warden's room. Macht euch kampfbereit. Ja, wir haben wie gesagt, ein Rüstungspunkt fehlt uns jetzt. Ansonsten geht es uns gut. Wir legen mal los. Wir hätten jetzt auch speichern können, aber wir können auch so nochmal speichern. So. Jetzt. Jetzt, das wird schon ein bisschen härterer Kampf. Sir Kay, you are really persistent, but I can't let you walk free. You don't have much choice in the matter now, Warden. So. Ich würde sagen, 3 Gegner sehen wir auch hier auf der Karte. Also hier sind keine anderen Gegner noch unterwegs. Ich würde sagen, gehen wir mal direkt hier hin. Dann haben wir noch 3 Aktionspunkte. Fragen wir einmal zu, was der könnte. Ah, der fällt nicht um, ne. Schade. Der fällt noch nicht um. So, jetzt haben wir mit ihm hier noch. Mal hier ein bisschen seitlich. Den können wir ausschalten. Die Animation so mega gemacht. So, jetzt haben wir keine Bewegungspunkte mehr. Machen wir weiter. Oha, 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 oha. Wir haben geblockt, okay. Ich mache jetzt mal die Wache weg, ne? Obwohl der andere könnte. Ich weiß ja nicht, ob er da rankommt, ne?
Schmeiß mal die Waffe. Wie gesagt, man darf sie jetzt nicht wegbewegen, weil er sonst der andere greift einen sonst an. So, bin ich mal gespannt. Punkte, wir können noch Brandmarken, das ist natürlich gut. Da halt mehr Schaden. Aber wir kommen hier leider nicht hin. Leider kommen wir da nicht hin. Wir warten. Was er jetzt hier macht. Ah, kloppt uns einmal Rüstung weg. Jetzt können wir ihn aber eigentlich kritten. Ihn jetzt? Ne, wir müssen da stehen bleiben. Können wir nochmal zuhauen? Ja, ich würde euch wirklich empfehlen, auf den normalen Schwierigkeitsgrad zu spielen. Weil einfach, also die Geschichte ist halt wirklich sehr, sehr simpel. Aber es gibt da zum Glück unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Hat man da immer die Wahl. So, wir können nochmal speichern. Nach dem Kampf jetzt hier. Wir mal ein bisschen öfter speichern. Hier scheint irgendwo... Da ist eine Kiste, ja. Das hören wir doch schon. Trophäe. Wie gesagt, die ganzen Gegenstände, die wir jetzt einsammeln, die können wir erst immer nach der Mission ausrüsten. Ne, das geht während der Mission noch nicht. Das ist sehr interessant, glaube ich. Es gibt jetzt schon ein paar mehr Gegner. You know very well that diplomacy was never my strong suit. Hier sind jetzt nämlich auch Ferneinheiten dabei. Wir müssen jetzt aufpassen. Sobald wir da reinlaufen, geht der Kampf los. Das sind alle oben die Gegner. Hier oben anfangen. Jetzt können wir nämlich auch die Leute hinstellen, also aufstellen. Wie gesagt, so viele Möglichkeiten haben wir jetzt auch nicht. Wir hätten jetzt auch hier aufstellen können. Wäre eigentlich auch gar nicht so blöd. Was ist, wenn wir den hier, aber der müsste erstmal rankommen, ne? Die Gegner sind noch ein Stück weg, dann stellen wir den direkt hier hin. Ich glaube, wir haben ja die erste Runde, ne? Wir fangen ja an, dann stellen wir den da hin. Spielen wir einfach mal. Legen mal los. Wir dürfen als erstes, aber wir schaffen es nicht, zu ihm ranzukommen. Das ist natürlich blöd. Das wird nix. Gehen mal ran. Haben wir ihm Brandmarken, aber naja. Brand mag ich lieber hier mal so eine Wache. So ein Bogenschützen brauche ich jetzt nicht wirklich Brandmarken. Wenn jetzt natürlich alle angelaufen kommen, heben wir uns die Punkte dann auf, würde ich sagen. Gehen wir mal hier hin und machen jetzt mal Wacht. Wenn er dieses Feld hier betritt, dann schlägt er nämlich zu. Entweder dieses oder dieses. Ich mach das jetzt einfach mal. Hat er gemacht, okay. Hier. Ja, genau. Oh, da passiert nichts. Bitte. Das war doch schon mal gut. Und ich komme noch ein Bogenschütze. Greifen wir erstmal an. Er ist auch tot. Gehen wir nochmal ein bisschen nach vorne. Dem können wir jetzt erstmal angreifen. Ich glaub, der hatte jetzt auch Dings drauf. Der hatte jetzt auch so noch einen Bogenschütze, alles gut. Das Brand, dem Brand mal, das Brand mal drauf. Oh, easy. Ich komme mit ihren Pfeilen nicht wirklich durch, meine Rüstung. Oh, fast gut. Oh, nee, ist gut. Geschafft. Schön. What master do these soldiers serve anyway? That would be Sir Tywalin. Lead me to him. I want to explain him that this is my castle now. Und jetzt noch ein Bossfight ist? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, doch, stimmt. Der Thronsaal. Wie heißt er hier? Der König hier von Camelot oder wer das auch immer ist? Sir Tywalin. You are back as well, traitor. You probably don't remember me. Sir Tywalin, ist mir egal, wer ihr seid. Ich wüsste zu gern, was ihr seid. I am just a walking corpse, der Leichnam. Cheated out of his death. And I will make everyone suffer for this injustice. Stolze Worte eines wandelnden, namenlosen Leichnams. He was Sir Tywalin,
A once noble warrior with two sons, both knights. König Artus hier bei euch, wandelnder Leichnam. Was macht ihr hier in Camelot? Nur aus Neugier sind eure Söhne auch solche hässliche Ungetümer wie ihr. Aber man kann hier schon sehr böse sein, ne? Man kann hier wirklich schon. I fell in battle, like we all did. But instead of gaining new life in legendary Avalon, I've returned as a lost one. Let me rephrase it, traitor. Camelot is a sacred place reserved for the once and future king. That is the law. But I spit on the laws of the Lady of the Lake. Kluger Mann, das ist eine gute Möglichkeit, eine uralte Zauberin sehr zornig zu machen. Halt ihr es so klug, die Herrin dieses Landes zu erzürnen? I'm not afraid of her. Lost ones can't perish. This is our curse and blessing. Jetzt kommt das wieder, sind eure Söhne auch so hässlich? My sons are both full of life. Pass aufeinander. Whatever is awaiting for me here, I must face it alone. Balin and Balan are seeking their own fates now. Just as I do. Destined to survive anything. He is not. The unholy storm wrecked the ship that brought the dying king to Avalon. Er kann unmöglich tot sein, sonst wäre ich nicht hier. And the raging tempest, something was waiting for the ship. And then the darkness took the king and all of us in its embrace. Arthur is beyond the Bridge of Sorrows, dwelling on the accursed land of Midnight. Erspart mir den politischen Unsinn, sagt mir, wo er ist, dann lasse ich euch am Leben oder wie auch immer ihr diese Existenz nennt. Whatever you do, you need more than a blade to break my curse. Wir werden sehen, im schlimmsten Fall werdet ihr immer noch jammern, wenn ich euren Kopf nehme. Ja, jetzt kommt der Kampf. Ja, wir haben jetzt 4 Gegner. Hier hinten ist auch noch ein Gegner. Warte, kommen wir jetzt nicht hin, ne? Da hinten, doch, das ist ein Bogenschütze noch. Alles gut. Dann würde ich sagen, greifen wir erstmal den hier an. Und den erstmal so halbwegs weg. Er lebt noch, das ist nicht so gut. Hinter uns sind halt die beiden Leute noch. Das ist auch nicht gut. Da die Frage, greifen wir erst den Boss an oder erstmal die beiden Wachmänner hier? Ich greife den erstmal an. Na, fast. Ich heb mir die Punkte auf. Bin mal gespannt, was die jetzt machen. Der schießt jetzt erstmal. Passiert nichts. Passiert auch nichts. Auch nicht. Jetzt haben wir einen Rüstungspunkt verloren. Ich mach ihn erstmal weg. Das muss erstmal sein. Jetzt machen wir. Können wir ihn auch brandmarken, aber ich schau lieber erstmal an. Den Punkt heben wir uns auf. Er macht den weg. Gehen wir erstmal zu ihm hier. Bogenschütze, obwohl der Bogenschütze nicht wirklich eine Gefahr ist. Wir haben geblockt, okay. Ich mache erstmal das Brandmal rauf. Nehmen wir auch ein bisschen mehr ab. Können wir nämlich nochmal zuhauen. Der ist tot. Easy. Schön gemacht. So, jetzt sind wir hier. Sitzen wir auf dem Thron. Battle is over. And you must make a choice, Mordred. This is merely the first in a chain of similar decisions that will eventually determine what kind of leader you will be. Tell me, what will happen to Camelot? Ich habe mich entschieden, dies ist nun mein Thronsaal und mit meinen auserwählten Rittern werde ich mein Schicksal erfüllen. Ich wurde von der Herrin vom See als Beschützer Camelots erwählt. Ich werde nicht diesen Thron besteigen, sondern meine Tafelrunde zusammenstellen und diese Aufgabe annehmen. Ja, jetzt könnte man halt entscheiden, ob wir hier den tyrannischen Weg gehen oder den rechtschaffenen Weg. Müsst ihr euch jetzt halt wirklich entscheiden, was ihr jetzt hier nehmt. Entweder bauen wir die Tafelrunde wieder auf oder ich nehme ja sonst auch immer den guten Weg, ne? Ich bin irgendwie immer so ein Spieler, der immer den guten Weg nimmt.
Ich nehme mal den bösen Weg. Man muss ja auch mal ab und zu über seinen Schatten springen, ne? Da ist jetzt unsere Burg. Und die kann man auch ausbauen übrigens, ne? So. Na, steigen wir auf. Ja, wir sind beide Level 2. Jetzt haben wir hier auch die ganzen Ausrüstungsgegenstände. Erstmal weiter. Jetzt können wir hier zum Beispiel aufsteigen. Ich finde halt zum Beispiel Schildansturm mega gut. Weil man da nur einen Aktionspunkt halt verbraucht und man noch einem Gegner Schaden zufügen kann und ihn sogar umschmeißen kann. Hier kann man zum Beispiel dann nachher noch tödlicher Hieb. Ja, der erhält ein AP, wenn er eine Einheit durch einen Schlag tötet. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Blutung könnte man noch machen. Oder hier mit dem Brandmarken könnte man die Verwundbarkeit neu erhöhen. Oder der Brandmarken hält länger. Stärke verursacht mehr Schaden. Unnachgiebig ist natürlich auch geil, ne? Da können wir uns halt heilen, wenn wir einen Treffer machen. Wachsamkeit durch Wachtangriffe, Gelegenheitsangriffe erlittener Schaden verringert sich um 30%. Okay, okay. Und robust, 10% mehr Lebenskraft. Das ist natürlich auch gut. Das ist natürlich auch gut. Aber ich würde, wie gesagt, erstmal das nehmen. So, jetzt haben wir hier ein neues Schild. Ne, das ist eine Axt. Warte mal. Das ist gar nicht für mich, ne? Das ist gar nicht für mich, ne. Aber hier die Rüstung ist für mich. Rüstung nehmen wir. Die Axt können wir jetzt nicht nehmen, ne. Nur Streiter, genau. Den Ring können wir noch nehmen. Also der Loot ist wohl auch Zufall, weil ich habe schon mal angespielt das Spiel. Der Loot scheint hier wirklich Zufall zu sein. Jetzt gucken wir mal. Hier ist zum Beispiel Todesschlag. Kostet aber auch 5 AP, ne. Also da muss man wirklich gucken, ob man Todesschlag nimmt. Natürlich 170% Waffenschaden, aber minus Rüstungsbruch, ne? Also wenn der Held, also es kann passieren, dass die Rüstung halt, dass er halt auch aufhält. Bald, wie gesagt, hier wieder bluten, mehr Schaden und bluten. Gewährt nach jedem Kill 2 Züge lang plus 10% stapelbaren Waffenschaden. Auch nicht verkehrt. Man auch erstmal nehmen, weil Todesschlag 5 AP ist echt viel, ne? Guck mal, das ist immer gut. Jetzt haben wir hier die Axt, die können wir gleich austauschen. Ja, gibt's. Ah, doch, hier, das können wir noch machen. Maximaler Waffenschaden auch gut. Nehmen wir auch mit rein. Ja, das haben wir jetzt erstmal geskillt. Jetzt würden wir hier oben die nächste Mission haben, unter den Ruinen. Kingstone. What a regal name for a mud hole. Anyway, the village belongs to the throne, and I must teach these brigands a harsh lesson about boundaries. Also, I will need plenty of masons, woodcutters and laborers to restore Camelot to its former glory. Ja, und das ist jetzt quasi so die Weltkarte. Und hier hat man dann halt später Missionen, Hauptmissionen, Nebenmissionen. Kann sich hier auch in der Stadt wieder heilen und sowas alles später. Moralereignisse, das können wir uns auch nochmal kurz angucken. Halt mit der Moralübersicht. Kann ich euch gleich mal erklären. Es gibt hier einmal die christliche Seite, das ist quasi der Glauben oder alter Glaube. Dann gibt es hier einmal Tyrann, wofür ich mich ja jetzt entschieden habe, ne? Tyrann geht jetzt nach unten. Und hier zum Beispiel rechtschaffend. Und wenn wir jetzt zum Beispiel christlich und Tyrann nehmen würden, würden wir hier zum Beispiel später noch eine Nebenmission freischalten mit einem neuen Helden, Sir Damas. Ne, wenn man jetzt komplett christlich geht, kriegt man auch den weißen Ritter. Wahrscheinlich ist das hier ein gepaart und rechtschaffend. Und so geht quasi der Weg in diesem Baum. Ja, das sollte erstmal gewesen sein. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen. Ne, könnt auch gerne schreiben, wie ihr das Spiel so findet. Ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Link zu dem Spiel ist in der Beschreibung drin zu Steam. Ne, ich finde es sehr, sehr spannend und bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Underwaterfrank. Tschüss.